Ja. Die hier läuft durchgehend. Die da ist irgendwie so stiefmütterlich behandelt. Ich weiß auch nicht warum. Eigentlich hätte ich mir gedacht, dass die hier zuerst das Eisen bekommt, weil es halt von den Rohren her näher dran ist. Aber nö. Irgendwie nicht. Wir könnten jeweils davor noch eine Pumpe bauen. Weil es ist genug Eisen da. Das seht ihr ja. 350 ist die Anzeige rechts. Ich baue mal zwei kleine Pumpen. So, erstmal breche ich wieder ab. So. Zwei kleine Pumpen, die kommen dann jeweils davor. Das heißt, ich muss das Ganze auch schon mal vorbereiten und dafür hole ich mal wieder aus meinem Privatbereich da oben sowohl Untergrundrohre als auch normale Rohre. Genau, Basic Exoskelett. Forschen. Wichtig, wichtig. Fliehen können und so. Du einmal da. Du einmal da. Das reicht mir schon. So, wieder runter. Hier, ihr seid immer noch dabei. Achso, der Roboport war ja auch noch dazwischen. Oh. Was haben wir da? 7 Turrets schießen. Da sollte ich mir angucken, was überbleibt am Ende. Ihr schießt immer noch? Ah ne, okay. Also, erfolgreich abgewehrt, ist wahrscheinlich nicht so viel Schaden entstanden. Das heißt, es sind noch keine Überbeißer dabei. Das war nur einer. Okay, zwei. Ja, gut, warte mal. Ich hoffe, da kommt jetzt keiner. So, ich habe die Aufsammeltaste mal gedrückt gehalten. Und es sind wohl nur kleine Weiße. Trotzdem Lasertürme und so, ne? Hier, Laserturm, Laserturm. Bau mehr Lasertürme. Na, keine Gun-Turrets bist du. So. So, bau Lasertürme. Hier. Oh, ihr seid leer. Oder du zumindest. Dann bau doch bitte. Bau die hier mal ab. Ganz, ganz kurzfristig. Setz da den hin. Mach da das Ganze so. Setz da ein schnelles Ärmchen hin. Okay, Lasertürme. Lasertürme dann so daneben. Sieht nicht schön aus. Aber es sollte so funktionieren. So, mehr Türme, mehr Türme, mehr Türme überall. Warum kann ich da nicht? Achso, weil die Bäume komisch programmiert sind. Die nehmen mehr Platz weg, als man sehen kann bei denen. Überall schön 3, 3, 3. Du weg. Du weg. So. Also, Osten ist sicher. Die Basis da funkelt aber ganz schön viel und schnüffelt die ganze Zeit. Die schnüffelt auch und die da so ein bisschen. Es könnte gut daran liegen, dass ich jetzt überall Produktivitätsmodule reingehauen habe. Aber, ne? Was muss, das muss. Ja, wenn ich es hier reinhaue, kriegen sie auf jeden Fall alle Smog ab. Es ist echt eine Gratwanderung. Aber wenn das bisher echt nur Medium-Beißer sind, dann. Oh, Fehler. Fehler, 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 Fehler. Genau. Das heißt, die ganze Mauer da ist auch falsch. Aber das ist egal. Dann haben wir halt eine Schicht noch matter davor. Also hier kommt der Turm eigentlich hin, denn, ne? Aber ja, ignorieren wir einfach. Das kann ich ignorieren. Das sind ja nur die Mauern. Sagt er und macht was völlig anderes. So. Da, da. Wir brauchen noch mehr Lasertürme. Gut. Und das Eisen hier. Das hätte ich eigentlich auch schon ganz gerne. Da und da. Hätte ich gerne das so aufgebaut, dass es von vornherein ausgelegt ist, alles abzubauen in seinem Radius und das geht nicht auf. Ne, geht nicht auf.
bis wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Bis da. Oh, das geht ja. Weg, 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 weg. Lalalala. So. Noch mehr Eisen. Sehr schön. Damit die da oben irgendwann mal ausgelastet sind. Da wird Stein abgebaut. Gut, 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 gut. Und ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Also ja, ich habe vergessen, dass wir da riesige Löcher haben und hier nicht noch Lasertürme und so. Das meine ich nicht. Ich war noch was. Na gut, ich setze erstmal die Türme hier. Das wird so oder so nicht schaden. Und da ist eine ganz schöne Lücke. Oh, und ich brauche ein Werkzeug. Bitte crafte mir ein Werkzeug aus. Stahl und Stahl und Stahl. Craft. So, Ecke ist gesichert, gesichert. Mip, mip. So. Das ist ganz schön Overkill, wenn man bedenkt, dass die echt nur mit kleinen Beißern bisher kommen. Was ich sehr komisch finde. Ich meine, weil die hatten jetzt ziemlich viel Zeit schon zum Schnüffeln. Aber vielleicht wurde das hier ein bisschen runtergedrosselt. Also deren Evolutionsgeschwindigkeit, damit der Spieler auch überhaupt eine Chance hat. Finde ich okay soweit. Oh. Du bist leer. Du bist leer. Okay. Also ich denke, langsam müssen wir echt mit dem Eisenfeld da hinten anfangen. Aber gucken wir mal, was diese kleine Mine da unten jetzt noch anrichtet. Kohle ist auch hier schon mal alle. Da müsste ich ganz kurz ein bisschen rumbasteln hier. Warte mal, ich kann das einfach so machen, oder? So, so, so. Wie weit gehst du? Du gehst bis da. Oh, das passt doch super. Dann mach doch einfach hier neues Feld. So. Und das müsste dann später auch irgendwo anders hingestellt werden. Aber das kann warten. Hauptsache ist erstmal durchgehend genug Kohle da. Eisen? Immer noch nicht genug. Wobei, jetzt kommt das Erz auch manchmal durch. Nö. Nö, nö, nö. Ja, ja. Also ich denke, ich sollte einen Roboport aufbauen und ich sollte Logistikbots bauen, die ich aber erstmal erforschen muss. Und dann werden wir den gesamten Wald da abreißen. Dadurch werden alle Beißerbasen in der Nähe schnüffeln können. Aber wir haben ganz, ganz viel Eisen. Um dem Ganzen ein wenig entgegenzuwirken, schmeiße ich hier mal die da rein. Hol mir alle Setzlinge und baue irgendwo so einen kleinen Wald auf. Nicht aus Plastikbarren. So. Der Platz hier ist jetzt frei, oder? Ich glaube schon. So, die alten Bäume weg und meine Bäume dahin. So. Wobei, haben wir noch Lenfel übrig? Mach mal. Hier ein künstlich angelegtes Gebiet. Ich hole mal ein bisschen mehr Stein. Ich mache hier ein künstlich angelegtes Gebiet nur für den Wald. Ich habe ja sonst gerade keine Probleme. Nicht, dass wir hier ein riesiges Feld haben, wo noch gar nichts ist. Ja, stimmt eigentlich. Also es sind zwar hier mehrere Fabriken noch geplant und Komplexe und was weiß ich, aber ich könnte einfach hier hinten zum Beispiel dich wegmachen und hier. So. Dazwischen mal ein paar reinsetzen. So. Und die Laufdinger sind fertig. Sehr gut. Das heißt, wir haben Solarzellen, aber die Solarzellen haben nicht gereicht. Also wir bräuchten jetzt theoretisch den Fusionsreaktor und der braucht keinen lila Trinker. Oh, das ist sehr gut. Boah, aber 30, ey. Ist ja doch doof. Na gut, Construction Bots, damit wir Bäume fällen können und dergleichen. Oh, und Blaupausen nutzen. Das wäre auch schick. Fertig. Okay.
Stromversorgung hier ist okay. Da oben sind genug Türme. Unten sind genug Türme. Flüssigkeiten sind nicht so super, aber das können wir andermal machen. Kupfer staut sich sehr gut. Eisen, Das ist immer noch nicht genug Eisen. Okay, also ich werde mich jetzt um das Eisenproblem kümmern. Das heißt, ich setze den Roboport. Wo ist mein Roboport? Da ist mein Roboport. Ich setze den Roboport. Kann ich einfach irgendwo hier hinsetzen, glaube ich. Es müsste nur Strom da sein. Genau. Und der kann ja den ganzen gelben Bereich auch noch abbauen. Ja. Das heißt, ich kann da einfach einmal rüberziehen. Problem beim Rüberziehen ist, dass ich dann auch die Strommasten da wegnehme kurzfristig. Weswegen ich jetzt weitermache mit der Landfill-Idee. Das heißt, gib mir mal ganz viel Stein. Mach mal ganz viel Landfill da draus. Und dann machen wir hier unten dicht. Und dann können da die Strommasten langlaufen. Also hier, den Teil der Bucht, mache ich dicht. Wobei ich glaube später, also wirklich langfristig, mache ich das Ganze hier dicht und mache dann die Mauer einmal so und einmal so. Ist nicht wirklich vorteilhaft. Also eigentlich ist es praktischer, wenn man Wasser hat als Mauerbereich, weil da muss man nichts sichern. Da kommen sie nicht durch. Aber ich denke, es sieht schöner aus, wenn das einfach eine durchgehende Mauer später ist. Aber wie gesagt, recht langfristig. Du, da, da. Ich verschwende, glaube ich, gerade ganz schön viel Landfill durch doofes Positionieren. Genau, so ist besser. Baum im Weg, um Dreck hinzuschmeißen. Okay. Und schon wieder weg. Das geht so dermaßen schnell. Du. Oh, wir werden irgendwo. Was ist das? Ah, wir brauchen einen Construction Bot. Ja, das kommt gleich. Wir müssen erst noch erforscht werden. Erforscht. So, was können wir jetzt machen? Die Kisten kommen gleich noch. Wir können jetzt schon die Blaupausen benutzen. Wir können noch nicht die Zerstörpausen benutzen. Die kommen erst später. Repair Packs können wir herstellen. Ach so, nee, andersrum. Wir können jetzt schon zerstören, aber wir können noch nicht aufbauen. Macht doch irgendwie mehr Sinn, weil kaputt hauen ist ein bisschen einfachere Arbeit, als irgendwelche Maschinen aufzubauen für so einen Roboter. Ja, also du bist fertig. Dann erforschen wir als nächstes das Spielerinventar. Aus ganz eigennützigen Gründen. Weil das einfach irre praktisch ist. Und dann müssen wir auch Logistikkisten gleich aufbauen und Gib-mir-Kisten und Bitschirm-Kisten und so weiter und so weiter. Also haben uns gerade ganz viel Arbeit aufgebürgt, aber das ist völlig okay. Ich brauche mehr Stein. Hatten wir nicht irgendwo... Genau, ich will nicht aus der Steinkiste das jedes Mal klauen. Das ist eine wichtige Steinkiste. Wir hatten auch überall in der Welt verteilt so eine Steinmine. Wo wir einfach nur die Mining Drills hingesetzt haben. Und eine Kiste und das war's. Ich glaube, davon gehe ich mal eine plündern. Da zum Beispiel. Die dürfte ja fast voll sein. Boah, nicht fast voll, aber es ist ordentlich. So, mach mal 80. Ah, ich kann auch die ganz großen Landfills machen. Ich weiß nicht, ob die wirklich so viel effektiver sind. Ich denke, die machen einfach nur genau das, was vier kleine machen würden. Und da ich mich zu oft verklicke und verbaue, ist es vielleicht praktischer, die kleinen zu nutzen. Eisen ist immer noch nicht da. Aber dafür... Oh, Lava sieht gut aus. Okay. Speed-Module, stimmt. Du hast Speed-Module, du kriegst Speed-Module, du kriegst Speed-Module. Schön, schön. 13, na gut. Hier. 80 Landfill. Plopp. Fangen wir mal von oben an. Das ist einigermaßen... Oh, Baum weg. Baum. Kleine Mini-Insel da auch weg. So. Zack, zack. Warum macht er das... Oh. Ich habe das immer noch nicht.
nicht verstanden. Also manchmal überspringt er einen Block und manchmal macht er nur einen halben. Okay, sieht das gut aus? Okay, also er kann wohl nicht... Oh, das war verklickt. Er kann wohl nicht damit umgehen, wenn irgendwo Ungereimtheiten sind. Also diese kleine Mini-Insel, wo der Baum drauf stand, der irritiert ihn zum Beispiel. Und wir haben keine Construction Bots. Ja, meckerendes Ding. Ich baue gleich welche. Ich brauche nur Stahl. Und ein wenig Zeit. Dunk. So.